Diskutiere das folgende Gleichungssystem, in dem a einen reellen Parameter darstellt. Wir beginnen mit der Berechnung der Determinanten von diesem Gleichungssystem. Die erste Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von x im Gleichungssystem, also 2, 4, Vorsicht, 0. Die dritte Gleichung enthält keinen x-Term, also 0 mal x, daher diese 0. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von y im Gleichungssystem, also durch 3, 3a und 6 minus 3a. So. Die dritte Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von z im Gleichungssystem, also a minus 1, a, a minus 2. So. Aus der ersten Spalte können wir eine 2 ausklammern und aus der zweiten Spalte können wir eine 3 ausklammern und somit bleibt diese Determinante zu berechnen. Aus der dritten Zeile können wir a minus 2 ausklammern und somit bleibt noch diese Determinante zu berechnen. Wenn wir zur dritten Spalte die zweite addieren, dann erhalten wir da eine 0. Und so hätten wir in der dritten Zeile zwei Nullen. Dann machen wir das. Die dritte Spalte plus die zweite Spalte ergibt als neue dritte Spalte a minus 1 plus 1, das heißt a, a plus a, das heißt 2a und 1 plus minus 1, das heißt 0. Diese Determinante können wir sehr schnell durch die Minore der dritten Zeile berechnen. Die kleine Determinante, die dann übrig bleibt, ist 1a 2 2a. Und diese Determinante ergibt 1 mal 2a minus 2 mal a, also 0. Und somit haben wir herausgefunden, dass die Determinante d gleich 0 ist. Das wiederum bedeutet, dass es eine lineare Kombination, zum Beispiel zwischen den drei Zeilen, geben muss. Und wenn man gut schaut, dann erkennt man, dass zweimal die erste Zeile minus die zweite Zeile die dritte ergibt. Wer das am Anfang gesehen hat, der spart sich diese Rechnung, der schreibt sofort, dass die Determinante d gleich 0 ist. Also können wir eine der Unbekannten als Parameter angeben. Ich habe z gewählt. Die unbekannte z nenne ich Parameter Lambda und unser Gleichungssystem wird dann zu diesem. Es reicht, zwei dieser drei Gleichungen zu berücksichtigen. Ich habe die erste gewählt und auch die dritte, weil die dritte nur noch die unbekannte y enthält. In der dritten Gleichung ist ja kein x-Term. Somit müssen wir dieses Gleichungssystem diskutieren und berechnen jetzt die entsprechende Determinante. Die Determinante von diesem System heißt d. Dann nennen wir die Determinante von dem kleineren System Delta. Wir erhalten diese Determinante und die ergibt 2 mal 3 mal 2 minus a minus 0, also 6 mal 2 minus a. Wir haben hier also zwei Fälle zu diskutieren. Entweder die Determinante Delta ist 0 oder sie ist es nicht. Diese Determinante Delta ist 0, dann und genau dann, wenn a gleich 2 ist. Delta ist also nicht 0, dann und genau dann, wenn a nicht 2 ist. Schauen wir im Fall, wo a 2 ist. Unser Gleichungssystem führt dann zu dieser einzigen Gleichung,
Denn die zweite Gleichung ergibt ganz einfach, dass 0 gleich 0 ist. Unsere Gleichung ist also diese da. Daraus schließen wir, dass y 2 minus lambda minus 2x geteilt durch 3 sein muss. Und wenn wir die unbekannte x durch den Parameter μ ersetzen, so erhalten wir sofort die Lösungsmenge von diesem Gleichungssystem in dem ersten Fall. X ist μ, z ist lambda und die Ordinate y ist dann 2 minus lambda minus 2 mal μ geteilt durch 3. Die Lösungsmenge vom System kann also so beschrieben werden anhand von zwei reellen Parametern. Deshalb sagt man, dass dieses System doppelt unbestimmt sei. Im Fall, wo a verschieden ist von 2, können wir diese zweite Gleichung durch 2 minus a kürzen und das System, das dann übrig bleibt, ist dieses da. Aus dieser zweiten Gleichung schließen wir, dass y gleich ist zu lambda Drittel, so, und die erste Gleichung wird dann zu 2x gleich 2 plus lambda minus a mal lambda und dann minus 3 mal y, also minus 3 mal lambda Drittel, das heißt minus lambda. Daraus schließen wir, dass 2x gleich ist zu 2 minus a mal lambda oder auch x ist gleich zu 1 minus a halbe mal lambda. Die Lösungsmenge vom System in diesem Fall ist also gebildet durch solche Zahlentrippel. Das Lot z ist gleich lambda. Die Ordinate y ist gleich lambda Drittel und die Abszisse x ist gleich 1 minus a halbe mal lambda, wo lambda ein reeller Parameter ist. Wir können also die Lösungsmenge mit einem einzigen Parameter beschreiben und deshalb sagt man, das Gleichungssystem sei einfach unbestimmt.